Heute geht es bei uns um Müll und Recycling. Jeder Deutsche produziert im Schnitt 617 Kilogramm Müll pro Jahr. Da ist es doch gut, wenn so viel wie möglich davon wiederverwertet wird. Denn wird der Müll nicht recycelt, landet er auf Deponien oder wird verbrannt. Aber ich habe eine noch viel bessere Idee. Das ist die Lösung für all unsere Müllprobleme. Der Müllbeamer 3001. Guck mal. Weg! Fusel, das ist ja wirklich mal eine geniale Idee. Ja, und so kann ich jetzt endlich meine Werkstatt aufräumen. Und all die Erfindungen entsorgen, die ich nicht mehr brauche. Höchste Zeit wird's, Fusel. Den Mammutföhn 3001, die rote Gehirngrütze 3001. Oder wolltest du die noch essen? Die macht schlau. Vielen Dank. Die Fußnägelkettensäge, Lasertelefon. Das muss alles weg, Fusel. Ja, ja. Adios, Müllchachos! Cool! Warte, Wusel! So. Die müssen auch alle weg. So, und? Wusel, eine klitzekleine Frage hätte ich da noch. Na, hättest du die rote Gehirngrütze gegessen, könntest du alle Fragen selbst beantworten. Ach, wo wird der Müll eigentlich hingebeamt? Naja, weg halt. Weg halt? Moment. Nachricht. Wir sollen die Nachrichten einschalten. Hä? Washington. Der Müll, der auf das Weiße Haus gefallen ist, löste eine internationale Krise aus, als der amerikanische Präsident auf einer Bananenschale ausrutschte. Jetzt weißt du's. Wir Menschen produzieren eine riesige Menge Müll. 3,5 Millionen Tonnen weltweit. Und das am Tag. Müll gab es schon immer. Aber noch nie so viel wie heute. Denn es leben immer mehr Menschen auf der Erde. Und alle schmeißen was weg. Jeden Tag. Und nicht nur mehr, sondern auch anderen, schädlicheren Müll als früher. Viele finden es einfacher, ständig was Neues zu kaufen, anstatt etwas Altes reparieren zu lassen. Und so fliegen viele noch funktionierende Kühlschränke, Fernseher, Computer oder Handys in den Abfall. Das Problem an diesem Elektromüll ist, er steckt voller giftiger Stoffe, die der Umwelt schaden. Ganz besonders problematisch ist Plastik. Eine Kunststoffflasche braucht mehrere hundert Jahre, bis sie sich zersetzt hat. Viel Plastik wird achtlos weggeworfen, Tüten zum Beispiel, und die können dann Tieren gefährlich werden. Schildkröten verwechseln die Tüten mit ihrer Lieblingsspeise Quallen, fressen das Plastik und sterben daran. Es geht aber auch anders. Fast alles, was wir wegwerfen, kann man wiederverwenden. Dafür hat man sich in vielen Ländern ein System überlegt, die Mülltrennung. Bestimmt kennt ihr die verschiedenfarbigen Mülltonnen, in denen man Papier, Plastik und Biomüll getrennt entsorgt. Und das wird dann zu etwas Neuem verarbeitet und landet nicht in der Natur. Na, wollt ihr noch mehr Videos sehen? Kein Problem. Aber vorher muss ich euch doch was zeigen. Es gibt nämlich jetzt auch eine Wusel-App. Wenn ihr die auf eurem Smartphone oder Tablet installiert, können wir viel Spaß zusammen haben. Und weil ich mich so über die App freue, habe ich einen Rap für euch geschrieben. Den App-Rap. Ja? Achtung, los geht's. So. Das ist der App-Rap und ich rap über die App von A bis Z, denn die App ist fett und hätt ich die App nicht, wär ich der Depp. Also Leute, los, jetzt hab, seid schlau und ladet euch die App runter. Ja. Und da könnt ihr klicken, um die App zu bekommen. Yo.